Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und heute begleitet uns Malvro, ein Begleiter, den wir schon ganz schön lange nicht mehr gesehen haben. Und wir müssen jetzt auch in eine Kampagne zurück, die wir schon ganz schön lange nicht mehr gesehen haben. Bei Hafner & Boward gibt es nämlich noch eine Hauptquest, die, soweit ich weiß, zu Tyrannus of Dragon gehört. Und ihn wird ziemlich ignoriert. Deswegen ist, noch einmal ein bisschen Backtracking sozusagen. Nun, da wir herausgefunden haben, wie das Portal in Icewind Dale zu aktivieren ist, müssen wir es so schnell wie möglich sicherstellen. Ich bin mir sicher, dass der Kult der Drachen das Gleiche versuchen wird, wenn nicht sogar schon während wir hier sprechen. Die Fraktionen machen sich zum Aufbruch bereit, doch ich und andere Fraktionsrepräsentanten wollen eine kleine Vorhut zusammenstellen, die bereits vor der Hauptstreitmacht dort Stellung bezieht. Ihr habt bereits so viel zum Versuch beigetragen, den Kult aufzuhalten. Wir wären geehrt, wenn ihr auch hier uns auch eure Hilfe zusagt. Oder so. Icewind Dale passt natürlich auch sehr schön, weil wir ja vor kurzem Icewind Dale gemacht haben. Vielleicht war das der Grund, weswegen wir diese Quest ein bisschen ignoriert haben. Auf jeden Fall geht es jetzt zum Portal nach Türen. Ein schöner Einstieg zum ewigen Eis. Wo wir jetzt hier als nächstes hin wollen, nachdem wir Elemental Evil abgeschlossen haben, wollen wir ja jetzt in die Kampagne Storm King Thunder und Treibeismeer. Also richtig, richtig ewige Eis. Nachdem wir jetzt ja auch gerade erst im sehr, sehr warmen Gebiet, sehr heißen Gebiet, müssen wir ja schon sagen, vorherige Grube mit dem ganzen Lava-Flüssen und Lava-Dämonen und sowas, ist ja nun nicht mehr warm, sondern schon eher sehr warm. Wo wir gerade mal sehr warm sind. Das sieht hier nicht sehr warm aus. Ich kann schon nicht mehr reden. Folge hat gerade begonnen und das Kaninchen kann schon nicht mehr reden. Ah, Katafi. Nicht genügend Alkohol getrunken. Hallo. Oh, ich sehe gerade, ich bin noch in einer anderen Zeit. Die Effekte sind ganz schön laut. Ich habe ein bisschen meinen Soundeinstellungen rumgespielt, um die Sprachausgabe höher zu kriegen, also lauter zu kriegen. Ich habe dafür alles leiser gemacht, allerdings die Effekte sind jetzt noch ein bisschen sehr laut. Hallo! Hey, Hafner & Boward! Lang nicht mehr gesehen, eben gerade. Vielen Dank, Held. Der Kult hat uns überrascht. Ich muss wissen, was vorgefallen ist. Was ist hier los? Rasmodar, dieser Verräter, war die ganze Zeit mit dem Kult des Drachen verbündet und hat sie mit Informationen versorgt. Der Kult hat darauf gewartet, dass wir das Portal öffnen und dann unsere gesamte Armee angegriffen. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich habe weitere Fragen. Was muss denn getan werden? Der Kult der Drachen hat das Portal aktiviert. Ich dachte, ihr habt das Portal aktiviert. Naja. Und es besteht kein Zweifel daran, dass sie vorhaben, ihre Armeen durch den Tunnel zur anderen Seite zu schicken. Doch noch schlimmer ist, dass ihre Zauberer eine Barriere um das Portal selbst errichtet haben. Ihr müsst die Barriere zerstören und sie davon abhalten, durch das Portal zu gelangen. Okay, klingt nach einem einfachen Job. Ist alles in Ordnung? Die Armee des Kultes der Drachen hatte sowohl mehr Soldaten als auch das Element der Überraschung auf ihrer Seite. Unsere Truppen wurden besiegt. Ihr habt die hier sind, gerettet. Aber ich befürchte, dass wir die einzigen Überlebenden sind. Es hängt nun alles von euch ab. Ja klar, ich werde ganz alleine eine Armee besiegen, die euch überrannt hat. Okay. Hey, bleibt mal hier. Ich mach das schon. Ich als Held werde das jetzt machen. Hey, was macht ihr? Ach mal, das ist ja natürlich schön, wenn sie alle einzeln angedackelt kommen. Dann kriege ich natürlich auch die Armee. Oh, ich habe gar nicht die falschen Skills drin. Ist egal. Diese Armee weg. Solange jetzt kein Bergtroll wie in Skyrim hier auftaucht. Der Kult wird obsiegen! Nein, wird er nicht. Der Kult wird nicht obsiegen. Ihr seid eigentlich schon bezwungen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich habe Tiamat auch schon bezwungen. Oh mein Gott, das Portal. Es öffnet sich. Ja, ja, warte mal, ich muss das da beobachten. Leute, ich muss beobachten. Geht weg. Ich wollte sehen, wie das Portal aktiviert. Jetzt geht doch mal alle weg hier. Aus dem Weg. Nee, ach scheiße, schon wieder. Geh jetzt weg. Es ist Zeit für Wunder. Weg, kusch. Hau ab. So.
Jetzt konnte ich leider nicht sehen, wie das Portal aktiviert wird, aber huiuiuiui. Warum leuchte ich? Ach, Marlboro gibt mir Kraft. Das Auge Sauron zum ewigen Eis. Warte, kann ich jetzt? Ja, ich kann. Ja. Schönen guten Tag. Ich habe die Information bekommen, dass ich hier... Wie bewegst du dich, Fokus des Rituals? Du bewegst dich aber komisch. Ich muss sagen, Schwert von oben. Oh Gott. Der Fokus hat sich verteidigt. Okay, der Fokus folgt mir. Ein bisschen... Der Fokus folgt mir. Ich habe ein bisschen Angst. Was ist das? Was ist das? Warum folgt er mir? Nee, geh weg. Oh mein Gott, er kommt näher. Lauf, Kadafi. Lauf, er kommt näher. Nein. Nein, wir müssen ihn aufhalten. Lauf. Oh mein Gott, er hat mich eingeholt. Nee, nee, geh weg. Push dich. Was, du willst meinen Körper auflösen? Ich habe gerade ganz andere Probleme. Ein Fokus verfolgt mich. Nee, jetzt bin ich eingefroren. Der steht da neben mir. Das ist komisch. Der ist gruselig. Geh du mal weg da. Ich geh weg. Stich. Jetzt heilt er sie auch noch. Warum folgt er mir? Nein, ich werde keine Störung dulden. Unsere Ziele in Türen sind zu wichtig, als dass wir unsere Arbeit hier unterbrechen dürften. Drachenseele Wirkul, bleib hier und verzögert diesen mächtigen Helden, damit die Armee und ich unsere Pläne auf der anderen Seite des Portals vorantreiben können. Severin, ich hab dich schon bezwungen. Ich bin euch völlig ergeben, Meister Severin. Ich möchte mich nicht ausloggen. Ich hab ein Video geguckt. Hey. Du, wie kommt man denn da durch? Wirkul, kannst du mir sagen, wie man das verwendet? Mein Leben für Severin. Ich kann gerne dein Leben Severin geben, so ist es nicht. Ah, oh mein Gott, was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Was blitzelte da so? Das geht mal ganz kurz weg, Leute. Ich hab hier Probleme. Irgendwas britzelt hier gerade. Was war das? So. So, Wirkul, jetzt sind nur noch du und ich da. Jetzt können wir uns doch mal unterhalten. Komm, wir unterhalten uns. Du hebst dein Schild, ich heb mein Schild, damit keiner gegenseitig angreift. Wir machen jetzt beide ein Härtner-Duell. Und dann erzählst du mir... Genau, hier, Härtner-Duell. Und jetzt erzählst du mir bitte mal über das Portal ein bisschen was. Erzähl mir mal, wie funktioniert das denn? Wohin geht das denn? Was ist denn auf der anderen Seite? Wirkul, erzähl mir doch mal, was auf der anderen Seite ist. Wirkul, guck mal hier. Zeit für Wunder. So. Wo kam denn jetzt der Feuerball her? Wirkul, woher kommt denn jetzt? Was ist denn hier? Wo kommt denn die Energie her? Kannst du mir das sagen? Wie wird denn das mit Energie versorgt? Sind hier irgendwo riesen Miniatur-Weltraumhamster, die in riesigen Laufrädern sitzen? Wirkul, erzähl doch mal ein bisschen was über. Okay, Wirkul, du möchtest nicht über das Portal erzählen. Dein Schwert von oben. Dann geh weg. Dann verzieh dich. Ja, wirklich, ich wollte mit dir reden, aber du möchtest ja nicht. Ich hab dir die Chance gegeben, mir alles zu erzählen, aber nö. Oh mein Gott. Ich gehe ja schon, Dinge explodieren. Okay, das sieht nicht gut aus. Ich bin kein Profi, was Portale angeht, aber das sieht nicht gut aus. Ich hole mir erstmal eine Belohnung ab. Jemand hat nämlich eine Truhe hier hingebracht, nur für uns. Der Kult des Drachen darf nicht obsiegen. Die Fraktionen können nun dank euch die Kontrolle über das Portal übernehmen. Jedoch hat der Verrat von Raffmodar dafür gesorgt, dass Severin und seine Drachenkultarmee durch das Portal nach Türen gelangen konnten. So wie es aussieht, ist daher unsere Arbeit noch nicht getan. Wir möchten, dass ihr und andere Helden dem Kult nach Türen folgt und dafür sorgt, dass ihre faulen Machenschaften keine Früchte tragen werden. Das haben wir schon gemacht. Ja, nun, also, das haben wir wirklich schon gemacht. Das ist ja das Gefecht. Gestade von Türen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wieso. Und wir haben jetzt die wöchentliche Quest freigeschaltet, mit der ich mir Astraldiamanten erarbeiten kann weiter. Yay, Astraldiamanten. Gut. Und jetzt geht es aber wirklich ins ewige Eis. Noch weiter nach Norden, noch viel weiter nach Norden. Soweit das Auge reicht.
Oder so. Hüpf, 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 hüpf. Nox! Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ich habe eine Nachricht von Artus Kimber für euch. Er ist sich nun absolut sicher, dass Storvald den Ring des Winters bei sich in Svartborg hat. Artus wird das Lager in Kalklor verlassen und noch weiter in den Norden zum Treibeismeer reisen. Er wird dort auf eure Ankunft warten. Nein, denn diese Quest haben wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Wie fange ich denn die Storm King Thunder Kampagne an? Wo beginnt die denn? Weil das ist ja jetzt schon Treibeismeer. Das ist ja jetzt schon das B-Modul gewesen. Weiß ich nicht, 11B oder was das war. Wo fängt das denn an? Ist das bei dem da unten gewesen? Warte mal, Bestien der Bestie. Das könnte das sein. Wobei es könnte auch Schuld sein. Man munkelt, dass der Kling... Das ist was ganz anderes. Ach ja, der Bade. Nee. Mit dem reden wir gar nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Hier vielleicht. Vielleicht mag hier mir jemand den Weg, Captain. Ich habe gehört, dass man in dieser Stadt Helden anheuern kann. Ja, habe ich auch gehört. Bisher konnte ich noch keinen entdecken. Ich auch nicht. Ich habe auch noch keinen Helden entdecken können. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Ich habe etwas Wertvolles entdeckt. Kann ich da jetzt einfach hin? Habe ich die aus Versehen schon angenommen und ich kann da jetzt schon hin? Nee. Ihr müsst die Quest, das Fest von Bryn Shander, die ihr bei Feld Übelnux annehmen könnt, abgeschlossen haben. Nox! Habe ich die Quest irgendwie schon aus Versehen angenommen? Warte mal. Ich habe dezent viele von diesen Quests. Nein! Hä? Vielleicht muss ich hoch zu Never Ember. Oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten, eine Quest zu beginnen in diesem Spiel. Oha! Oha! Kriegen wir hin. Warte. Wir werden schon den Start dieser Kampagne finden. So ist es nicht. Ansonsten geht's nicht ins ewige Eis. Ist er nicht. Pech. Storm King Thunder ist gerettet. Die anderen Charaktere, alle unsere anderen Charaktere vorher, haben das ausführlich gelöst. Ich grüße euch. Das ist wieder was ganz anderes. Vielleicht muss ich das vorher noch machen. Dinge sind passiert. Und jetzt? Vielleicht muss ich diese Quest noch abschließen vorher. Das kann sein. Das ist, glaube ich, die Klassenartefakt-Quest und die haben wir mit einem anderen Paladin schon gemacht. Deswegen ich die jetzt nicht nochmal machen kann. Vielleicht reicht dies jetzt aus, um die Quest zu triggern. Nox, haben wir jetzt eine Quest für uns? Nox? Nein. Dann machen wir die jetzt. Scheinbar starten wir diese Quest jetzt einfach mittendrin. Wir können wirklich direkt ins Treibeismeer. Ich will aber da noch nicht hin. Wie start... Habe ich irgendwas... Okay, ich bin gerade dezent verwirrt und panisch und habe keine... Panisch nicht, aber... Ich werde hier mal einen kurzen Cut setzen und dann werden wir uns gleich wiedersehen, wenn ich herausgefunden habe, wie wir das machen. Bis gleich! Eure Götter. Grüße! Seid ihr in festlicher Stimmung? Eure Hilfe wird in einer Angelegenheit benötigt, die mit einem Fest in Bryn Shander im Zusammenhang steht. Sucht Lord Neverember auf, um mehr darüber zu erfahren. Er hat namentlich nach euch gefragt. Okay, wir sprechen nicht mit Nox persönlich, sondern wir sprechen einfach mit einer Stimme aus dem Off, die wir hier anklicken können. Gut, dann tun wir das mal. Es ist so wirr. Oh Gott. Aber hey, dafür habe ich in der Zwischenzeit in meinem panischen Rumreiten einen neuen Begleiter gesammelt. Und zwar bei der Seherin in ihrem Laden kann man einen
Minstrel, was auch immer ein Minstrel ist, kaufen. Und dieser fahrende Minstrel hofft darauf, euch auf euren Abenteuer zu begleiten. Und dementsprechend haben wir einen neuen Namensaufruf, beziehungsweise eine neue Namenssuche. Wie könnte dieser Minstrel heißen? Er ist... Ich habe keine Ahnung, was er ist. Er stimmt ein Ru... Er ist ein Bade! Wie hieß denn der Bade aus The Bard's Tale? Wie hieß denn der von Kalkofe synchronisiert wurde? Auf jeden Fall, dieser Barde braucht einen Namen. Den könnt ihr in den Kommentaren vorschlagen und ich kann jetzt endlich mit Lord Neverember reden. Lord Neverember, Feldwebel Nox oder eine Stimme, die nach ihm klang, sagte mir, dass ihr mit mir sprechen möchtet. Ja, ich habe eine Aufgabe für euch. In Bryn Shander, der größten Siedlung der 10 Städte in Icewind Dale, findet ein Fest statt. Markus wird dort Neverwinter vertreten. Er wird von Suna und 2 Abenteurern begleitet werden. Ich möchte, dass ihr euch ihnen anschließt, denn in der Gegend soll es vermehrt zu Angriffen von Hügelriesen gekommen sein. Markus wartet außerhalb von Rothy Valley auf euch. Rothy Valley. Aber okay. Eine Art besserer Wachdienst? Na schön, ich werde mich mit Markus und Xuna treffen. Nein, nein, wir helfen Markus und Xuna sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann geht es jetzt auf nach Rothy Valley Markus Lager. Auf das muss man erstmal kommen, dass man das in dem Kampagnenmenü startet und nicht über einen Questdialog beim NPC. Vermutlich muss ich auch, ich habe nämlich zwischenzeitlich auch schon ein bisschen Panik bekommen, weil ich auch nirgendwo die Startquest für Flussviertel gefunden habe, also für Cloaked Ascendancy. Vermutlich muss ich da ebenfalls über diesen Workaround dann rangehen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass sie Nox umpositioniert haben. Ich weiß nicht, wie das skripttechnisch dort funktioniert, aber es könnte damit zusammenhängen, dass sie ihn ja von oben, von der Halle runter auf den Marktplatz gesetzt haben. Hey, Xuna, wo ist denn Markus? Nur mal so nebenbei. Schön, euch zu sehen. Ich habe hier seit einigen Stunden zusammen mit diesen beiden Abenteurern gewartet, die auch von Neverember angeheuert wurden. Wir warten jetzt nur noch auf Markus, der wieder einmal zu spät ist. Ich schwöre euch, er war in den letzten paar Monaten bei praktisch jeder Gelegenheit zu spät. Ich schätze, wir werden einfach hier rumsitzen und warten. Oh, Moment. Habt ihr das gehört? Ja, dank meines kaninchenhaften Hörvermögens konnte ich es hören. Schreie, sie kommen näher, macht euch bereit. Zu Hilfe! Die Banditen sind hier! Banditen? Es geht los. Es geht los. Seid ihr beiden bereit? Kommt ihr mit? Kam Aret und... Oh, wir werden hier bleiben und die Stadtbewohner beschützen. Wir sind nicht hier, um Banditen zu bekämpfen. Sondern? Ihr sollt die Leute verteidigen. Also Markus und Xuna. Nicht, dass Markus und Xuna Unterstützung von irgendwelchen 2 namenlosen... Gut, sie haben Namen, aber... 2 Rothemden. Noch schlimmer, es sind Rothemden. Sie haben einen Namen, einen Satz. Oh Gott, die sind so tot. Xuna? Ach so, da ist er. Die sind so tot, die beiden. Oh, die tun mir schon fast ein bisschen leid. Danke, wir wollen einfach nur noch Neverwinter. Ja, dann geht's da in diese Richtung. Geht es. Viel Erfolg. Hallo. Da ist ein was? Ein Paladin, ein mutiger Recke, der Held von Neverwinter. Alles richtig. Zuerst zerstören die Hügelriesen unser Dorf und jetzt kommen auch noch Banditen. Hügelriesen, sagst du? Was war das denn für eine Lache? Ich sehe Meeresgrund. Eck, du Scharfschützen, Bogenschützen, Banditen. Kämpfer. Danke. Bitte. Die Hügelriesen haben uns alles genommen. Wir wollen einfach nur in Frieden leben. Ach, jetzt möchtet ihr mit uns reden? Ander Rednamok und Kamaret? Gute Arbeit. Diese Leute werden zu dem Dorf in der Nähe weiterziehen. Ich habe die Sache mit meinem Partner besprochen und wir haben entschieden, dass wir nicht länger warten werden. In Bryn Shander soll es während des Festes gut bezahlte Arbeit geben. Wir werden also aufbrechen. Ich hoffe, ihr findet einen Zeitvertreib, während ihr auf euren Freund Markus wartet.
Wir sehen uns im Norden. Ihr wurdet dafür angeheuert, auf Markus und Xuna aufzupassen und es geht einfach weg. Was sind das denn für Abenteuer? Ich hoffe, ihr sterbt. Einen Tag später. Viert. Sehr schön, dass wir erstmal den Drachen hier vergessen, wie er als Venfita oder wie der heißt, erstmal gelegt haben. Nur Xuna und ich alleine. 7 Tage. 7 ganze Tage. Auch eine das Woche. Das ist nicht das erste Mal, dass Markus mich vergeblich warten lässt. Kommt, machen wir uns auf den Weg nach Bryn Shender. Der wird schon seinen Grund haben. Oder er ist tot. Hoffen wir für ihn, dass es Letzteres ist. Einladend. Und das sind eingefrorene Leute? Abenteurer, hier drüben. Schaut euch das an. Wo denn? Links, rechts, geradeaus? Ich folge einfach dem Leuchtepfad. Ach Gott, Xuna, da hinten. Oh Gott. Ja. Was denn, Xuna? Hier scheint Chaos zu herrschen. Oh, und es ist eiskalt. Ich weiß nicht, was in Bryn Shender geschehen ist oder was es mit dieser Kälte auf sich hat. Erkennt ihr die beiden Leute hinter uns? Ich schaue sie mir näher an. Das sind unsere beiden Abenteurerfreunde, die von einem Frostriesen davonlaufen. Anscheinend hat das, was hier geschehen ist, auch sie erwischt. Das hätte uns auch so gehen können, wenn wir nicht auf Markus gewartet hätten. Dieses Mal war seine Unpünktlichkeit ausnahmsweise hilfreich. Wir haben neben diesem rätselhaften Vorfall noch andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Noch mehr! Ist ja, also ich meine, das ist schon... Das sieht nicht normal aus. Wobei, die Sache ist, ich sehe halt nur Eis. Es ist jetzt nicht, die sind nicht eingeeist, sondern sie bestehen nur aus Eis. Entweder sind einfach lebensecht aussehende Eisskulpturen. Irgendjemand ist ein richtig professioneller Eisskulpteur, wie Edward mit den Scheren nennen. Der konnte das ja verdammt gut, glaube ich zumindest, lange nicht mehr gesehen. Oder ein Zauber hat ihre komplette Substanz in Wasser verwandelt und dann eingefroren. Aber wir haben andere Probleme neben solchen. Ich habe einige Schreie gehört, die von den Karawanen in der Nähe kamen. Ich schätze, das, was von dem Fest noch übrig ist, steckt in Schwierigkeiten. Ihr kümmert euch um die Händler. Ich werde das tun, was ich am besten kann. Herumschleichen und nach Informationen suchen. Seid vorsichtig da draußen. Diese Kälte, fühlt sich unnatürlich an. Die Gegner in der Kampagnenzone von Storm King's Thunder verursachen zusätzlichen Immerfrostschaden. Im Verlauf der Kampagnenhandlung werdet ihr Wege finden, um euch gegen Immerfrost zu schützen. Einverstanden, Stimme aus dem Off. Ja, das ist nämlich das Besondere hier. Es ist dermaßen kalt, dass zusätzlich zu dem regulären Schaden, den die Gegner machen, auch noch Immerfrostschaden entsteht. Und der wird auch angezeigt mit, falls sie mal angreifen, aber sie sind zum Glück... sie konnten gar nicht angreifen. Ich glaube, der Schaden, die Schadenszahl ist dann weiß und hat so einen lustigen Stern davor. Wir lassen uns gleich mal angreifen, dann werden wir das auch... okay, die spielen ja irgendwie. Es ist zwecklos! Die Bestien kommen! Welche Bestien? Oh Gott, die Bestien! Wir kriegen keinen Schaden. Ich bin sehr happy darüber. So sehen wir nicht, wie immer Frostschaden aussieht. Komm, lass, greif mich mal an. Irgendwer muss mich mal... Mach mir mal immer Frostschaden. Los, hier. Gibt's keinen immer Frostschaden mehr? Ich danke euch. Doch wenn die Riesen hier wieder auftauchen, ist unser Schicksal besiegelt. Warte mal. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich bin so drin, dass ich mal erstmal stunne. Jetzt greife ich mal an, genau. Ich will mal sehen, immer Frostschaden. Nee, ist normaler Schaden. Auch alles normaler Schaden.
Haben sie den alles genommen? Oder wird der jetzt nicht mehr separat angezeigt? Das kann natürlich auch sein, dass der Luftfrostschaden einfach nicht mehr separat angezeigt wird. Der Gedanke davon ist eigentlich gar nicht schlecht, dass man sozusagen jetzt als Sonderherausforderung, also um das ganze Gebiet schwerer zu machen, einen neuen Schadenstyp einbaut, vor dem man natürlich noch keinerlei Schutzmechanismen hat. Das heißt, es ist völlig egal, wie gut die eigene Ausrüstung ist. Man kriegt definitiv mindestens diesen Immerfrostschaden komplett. Später gibt es dann, wie schon gesagt wurde, auch noch verschiedene Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Spezielle Ausrüstung. Das kann vielleicht auch wieder sein, dass sie gesagt haben, der Immerfrostschaden ist... Da war, glaube ich, gerade was Weißes, oder? Da, die 9200. Das war, glaube ich, Immerfrostschaden gerade. Gut, dann passiert es doch noch. Passiert nur ganz selten. Gut, gut, gut. Wo war ich? Ach ja. Das war mein Gedanke, dass sie vielleicht gesagt haben, da die Ausrüstung, die man hier bekommt, die auch vor Immerfrost... Sie sind alle tot. Eingefroren in einem einzigen Augenblick. Die vor Immerfrost schützt, dass die ja keinen echten Nutzen mehr hat. Man trägt die ja nicht mehr wirklich. Ist sie. Achtung, die Pestchen kommen. Die Pestchen. Ich hoffe, sie verbreiten nicht die Best. Halt immer die Sache, dass die Ausrüstung eine Zeit lang sehr gut ist, bis ein neues Modul kommt und dann ist sie wieder schlechter und niemand trägt sie mehr. War ja mit den Schwarzeis-Ausrüstungen aus Eishotel genauso. Ah, Bär, es scheint ja doch noch hin und wieder. Vielleicht haben sie einfach nur die Tickrate von Immerfrostschaden deutlich gesenkt. Ich habe alles verloren. Ich werde zu dem Lager hier in der Nähe gehen. Vielleicht ist es dort ja sicher. Bestimmt. Bestimmt ist es da sicher. Warte mal, wo ist denn der vierte? Muss da noch einen retten, oder? Ja, komm, hier ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Hier, yeah, versteckt sich noch einer. Ich will nicht sterben. Rettet mich vor den Bestien. Ja, ja, keine Sorge, keine Sorge. Keine Sorge, wir werden dich schon retten. Auch hier gibt es wieder eine fantastische zusätzliche Ausrüstungswährung. Also das, diese Verbindung zu dem Schwarzeis war bei mir jetzt nicht ohne weiteres einfach nur so zufällig, sondern wie mit dem Schwarzeis aus... Es hat irgendwie was mit dem kalten Gebiet zu tun, dass sie immer wieder neue Ausrüstung einbauen, die eine zusätzliche Aufwertungswährung benötigen. Das ist das Wohninblatt hier und damit kann man die Ausrüstung verbessern, die man hier bekommt, und stärker machen. Dieses Wohninblatt muss man hart erfarmen, einer der Gründe, weswegen so gut wie keiner wirklich Wohninblatt-Ausrüstung getragen hat. Auch als sie wirklich gut war. Ganz lustig war, dass man um zu dem Dungeon Fangbreak Island, einem Dungeon, den wir hier natürlich dementsprechend laufen werden müssen. Ach du Scheiße. Dort ist auch Elden Lowen. Er kann vielleicht weiterhelfen. Yay, mir ist gerade wahr geworden, dass wir Fangbreak Island dann laufen müssen. Als Tank. Och, ich möchte nicht als Tank Fangbreak Island laufen. Ich möchte gar nicht Fangbreak Island laufen. Oh, zum Glück ist es noch ganz lange hin. Jedenfalls, um zu Fangbreak Island zu kommen, musste man eine bestimmte Menge an Überfrostschutz haben. Da man aber diese Ausrüstung nicht verlieren wollte, beziehungsweise nicht ständig wieder aufwerten wollte, hat man diese Ausrüstung nur getragen, um in den Dungeon reinzukommen. Und dann hat man sie, als man dann in dem Dungeon drin war, wieder gegen die reguläre ausgetauscht, um dann loszulegen und zu kämpfen. Ich will einfach nur nach Kaer Connick zurück. Du kommst schon bekannt vor. Dein Aussehen kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, Athavariel trug auch einmal eine Zeit lang so ein Outfit. Ah, oh, ihr seid ein Abenteurer. Sind wir uns vorher schon mal einmal begegnet? Entschuldigung, ich bin nicht ganz bei mir. In Bruinchender herrscht Chaos. Und wir wurden von den Frostriesen angegriffen. Ich habe eine defensive Position. War ja in einer Karawane eingenommen. Und dann kam es zum bewältigenden Ausbruch einer unnatürlichen Kälte. Als sie wieder zu mir kam, waren alle hier eingefroren. Die wenigen Überlebenden versuchten zu fliehen, aber das war vergebens, wie ihr vielleicht schon gesehen habt.
Ja. Ich habe gesehen, dass das nicht sonderlich erfolgreich war. Erinnert ein bisschen an... Wie hieß dieser schreckliche Film? The Day After Tomorrow? Wo eine Welle aus minus 80 Grad kalter Luft oder noch kälter irgendwie dann durch New York gerast ist und alle instant eingefroren hat. So ein schlechter Film. Aber wir können jetzt hier Bönchender befreien. Bönchender wurde während des Krieges zwischen Riesen und Drachen verwüstet und als Folge einer mächtigen Explosion, die vom Ring des Winters entfesselt wurde, wissen, was wir bis jetzt noch nicht haben, sind überall in der Gegend mächtige Eisbrocken eingeschlagen. Wehrt die eindringenden Barbaren ab und helft den Sprechern von 10 Städten Bönchender zu retten. Das tun wir. Und damit endet auch die Folge für heute schon. Wir haben immerhin den Weg hierher gefunden, das ist schon mal ganz gut, und werden uns in den nächsten Folgen wohl hier ein wenig aufhalten. Im ewigen Eis, also zieht eure warmen Schüchchen an, macht euch eine heiße Tasse Kaffee oder Kakao oder Milch, was auch immer ihr gerne trinken wollt, auf dass ihr gut gewappnet seid gegen das kalte Wetter hier oben. Ich habe zum Glück mein Fell, da stört mich das hier nicht ganz so sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.